Vielen Dank, Wiebke. Plakat, ja, Plakat. Der ist gar nicht da heute, ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Oder? Also, Jena. Chaoten in Jena, das ist ein wichtiges Thema, aber es gibt auch erfreuliche Entwicklungen. Wir hatten in Gera die dritte Demonstration in Folge und es war nicht ein einziger staatlich subventionierter Gegendemonstrant zu sehen. Null. Gera haben wir im Griff. Und eine ganz erfreuliche Entwicklung ist ja auch hier, wenn wir alle ganz still sind, was hören wir? Nichts. Auch keine Gegendemonstranten mehr. Ich glaube, das ist einer der wenigen positiven Effekte des Asylchaos, dass wahrscheinlich auch das Geld für die Gegendemonstranten langsam ausgeht. Also, vor dem Hintergrund. Wofür Schatten ist es noch ein bisschen nicht meist. So, egal. Jetzt Björn Höcke habe ich doch entdeckt, der ist doch da. Björn Höcke, herzlich willkommen auf die Bühne und erzähl uns was. Ich bin überwältigt, ich bin stolz. Ich weiß nicht, es sind glaube ich 5.000, es könnten auch 6.000 oder 7.000 sein, die ich von hier oben sehe. Ich sehe 7.000 Menschen, ich sehe 7.000 Menschen, die eine Wirbelsäule haben, aber ihr habt noch mehr, liebe Freunde. Ihr geht für euer Land auf die Straße in einer Zeit, in der Patriotismus mies gemacht wird und in dem man nicht Ja zu seinem Land sagen darf. Deswegen habt ihr nicht nur eine Wirbelsäule, ihr habt Rückgrat! Ich möchte heute einsteigen mit einer persönlichen Bemerkung. Ich möchte einen Gruß senden aus Erfurt nach Würzburg. Dort liegt in einem Krankenhaus schwer verletzt eine großartige Mitstreiterin unserer Sache. Ich war letzte Woche im Wahlkampfeinsatz in Baden-Württemberg. Wir hatten eine wunderbare Veranstaltung in meinem Tauberkreis mit 500 Gästen im Saal, der voll war bis auf den letzten Stuhl. Auch Stehplätze gab es. Wir hatten eine wunderbare Stimmung in diesem Saal und eine der Mitstreiterinnen ist dann später ins Auto gestiegen und ist wollte nach Limburg zurückfahren. Sie ist Kreisvorsitzende, AfD-Kreisvorsitzende im Kreisverband Limburg-Weilburg. Und während ich schon auf der Autobahn war, fuhr sie los und das Blitzeis hat sie erwischt. Sie hatte einen furchtbaren, einen schweren Unfall auf der Autobahn. Und als ihr Fahrzeug geborgen werden sollte, rutschte auf der spiegelglatten Fahrbahn ein Sattelzug auch noch in sie hinein. Ich rede von Christine Anderson, die heute in Würzburg liegt mit Beinbrüchen, mit Frakturen der Wirbelsäule mehrfach, die aber eine Kämpferin ist. Christine, ich rufe dir zu, ich weiß, du schaffst das. Und Erfurt ruft dir zu, Christine, du schaffst das und du wirst wieder ganz die Alte werden, das weiß ich. Und ich denke, wir können Christines Namen ruhig mal skandieren, sie wird sich riesig freuen. Erfurt, Christine! Ich danke euch. Liebe Freunde, ich habe gerade überlegt, soll ich es thematisieren? Ich mache es ganz kurz, weil diese Frau, die AfD gestern und heute wieder so herzhaft in die Mangel genommen hat, ist eigentlich zu unwichtig, als dass wir über sie reden. Ich meine Charlotte Knoblauch. Liebe Frau Charlotte Knoblauch, nachdem sie wieder so viel Unsinn über unsere Partei in den öffentlichen Raum gestellt haben, möchte ich nur ganz kurz kontern, und zwar mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Karl Carstens. Und Karl Carstens, der sagte, ich zitiere den Bundespräsidenten, der glaube ich von 1979 bis 1984 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland war, er sagte, es ist eine
der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen. Zitat Ende. Und das tun wir heute hier auch wieder. Und dann muss ich noch einen, bevor ich in medias res in die Politik einsteige, muss ich noch einen Namen hier in den öffentlichen Raum stellen, der auch jetzt kurz mal Politik machen wollte, weil er sich an uns reiben wollte. Und das ist ein Mann namens Matthias Paul. Kennt ihr Matthias Paul? Nein! Alias Paul van Dyk! Ja, anscheinend ist der Umsatz seiner Produkte stark rückläufig. Und ihr wisst ja, im Augenblick räumt man sich gerne in der AfD, weil man dann sicher sein kann, wieder auf die Titelseite der Zeitung zu kommen. Und Paul van Dyk hat uns das Abspielen des Titels Wir sind wir untersagt. In unseren Augen ist das rechtlich eigentlich nicht möglich. Wir hätten also auch weiterhin dieses, wie ich sagen muss, wirklich schöne Lied abspielen können. Ein Lied, das genau ein Kernproblem in wunderbaren Worten fasst, nämlich diese große Aufgabe beschreibt, die wir als Deutsche haben. Und wenn wir diese Aufgabe nicht lösen und diese Aufgabe nicht meistern, dann haben wir keine Zukunft. Wir müssen uns selbst wiederentdecken, liebe Freunde. Wir müssen Ja zu uns sagen und wir müssen unsere großartige Identität endlich wieder selbstbewusst leben. Also, wir sind wir, ich fand es nett, aber wir wollen ihm nicht hinterherlaufen, dem Herrn Paul. Und deswegen sind wir jetzt auf den Herrn Niemann umgestiegen. Wir sind das Volk und ich glaube, das ist eine gute Alternative. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk und wir werden in allen Parteien in den Arm fallen bei ihrem Zerstörungswerk. Denn die Altparteien sind leider weiter daran, arbeiten weiter daran, unser Volk abzuschaffen und sich ein neues Volk zu erschaffen. Im Januar 2016 wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge insgesamt 52.000 Asylanträge registriert. Das bedeutet einen Anstieg von 108% gegenüber dem Januar des Vormonats. Und die Nichtregistrierten sind noch nicht mal eingeschlossen. Und in Thüringen ist die Situation noch viel dramatischer. Hier beträgt die Steigerungsrate im Januar 2016 158%. Und wir müssen auch dieses Jahr wieder mit 1 Million junger Männer rechnen, die über die Grenzen drängen, die in dieses Land gelockt werden, anders kann man es nicht sagen, durch mangelnden Gesetzesvollzug, durch unfassbare Fehlanreize und durch täglichen tausendfachen Rechtsbruch an unseren Grenzen. Und es war der Horst Seehofer, unser bayerisches Tigerkätzchen, der vor kurzem tatsächlich mal eine Wahrheit ausgesprochen hat. Ich weiß nicht, ob er vielleicht schon 3 Maß guten bayerisches Bier intus hatte. Möglich ist es, die Zunge war wahrscheinlich schon gelockert. Und er sagte etwas ganz Entscheidendes, ich zitiere Horst Seehofer. Wir haben im Moment keinen Zustand von Recht und Ordnung. Es ist die Herrschaft des Unrechts. Zitat Ende. Sehr verehrter Herr Ministerpräsident Horst Seehofer, ich muss Sie jetzt mal hier von Erfurt aus fragen. Sie haben eine richtige Einsicht geäußert. Und was ist denn die Konsequenz aus
dieser Einsicht. Und ich sage Ihnen, sehr verehrter Herr Seehofer, wie die Konsequenz aus dieser richtigen Einsicht lauten müsste. Und ich rede in den Worten von Bertolt Brecht, der sagte, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und wenn Sie noch ein Mann sind, Herr Seehofer, und kein erbärmlicher Warnduscher, dann gehen Sie jetzt den Schritt und treten Sie aus dieser unsäglichen Koalition aus und machen Sie den Weg frei für Neuwahlen! Unser Rechtsstaat wird von Angela Merkel und ihren willigen Vollstreckern zerstört. Und immer mehr Verfassungsrichter und Staatsrechtler ertragen diesen Zustand nicht mehr und geben ihre sonst gepflegte und gelebte Zurückhaltung auf. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier, äußerte, ich zitiere, die Flüchtlingskrise offenbart ein eklatantes Politikversagen. Noch nie war in der rechtsstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit so tief. Zitat Ende. Der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofes von Nordrhein-Westfalen, Michael Bertrams, geht davon aus, dass der Bundestag über die Masseneinwanderung hätte abstimmen müssen und er stellt fest, ich zitiere Michael Bertrams, Merkels Alleingang war deshalb ein Akt der Selbstermächtigung. Zitat Ende. Liebe Freunde, unsere Demokratie ist nur noch eine Fassadendemokratie und nur Volksentscheide auf Bundesebene können unsere Demokratie noch retten. In einem Rechtsstaat sind alle staatlichen Institutionen an Verfassung und Gesetz gebunden. Bei der Bewertung des Verhaltens der Bundeskanzlerin gibt es daher für den Berliner Rechtswissenschaftler Michael Klöpfer keinen Zweifel. Er führt aus, ich zitiere, die Bundeskanzlerin hat mit ihrer Entscheidung und gemeint ist der Budapest-Coup erneut die Verfassung und geltendes Recht gebrochen. Zitat Ende. Liebe Erfurter, liebe Landsleute, ich habe mich immer gefragt und ich glaube, ihr habt euch das auch gefragt, auch schon in den letzten Jahren vor dem Asylorkan, der jetzt über unser Land hinweggeht. Wie konnte Angela Merkel eigentlich Bundeskanzlerin werden? Eine Frau völlig ohne Charisma. Und ihre Politik bestand nur darin, deutsches Geld auszugeben. Und ihre Reden waren eine Aneinanderreihung von Phrasologie. In meinen Augen ist es ein Faktum, dass die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland den demokratischen Prozess aushebelt und dem Rechtsstaatprinzip zuwiderhandelt. Diese Frau bricht das Recht. Und ich sage, wer Recht bricht, dem muss der Prozess gemacht werden. Ich will, dass unser Land als Rechtsstaat besteht und ich will, dass der Rechtsstaat in Deutschland eine Zukunft hat. Und ich sage in aller Deutlichkeit, meine Geduld mit den Altparteien
ist zu Ende. Und auch das Gerede. Und auch das Gerede über die mögliche Bekämpfung von Fluchtursachen oder darüber, wie viele Milliarden Herr Erdogan noch dafür bekommt, dass er etwas Selbstverständliches tut, nämlich die Grenzen seines Landes zu sichern, soll den Blick nur auf den Kern des Problems verstellen. Und es war der Bremer Bevölkerungswissenschaftler Gunnar Heinsohn, der betonte, dass es eben nicht Kriege, Bürgerkriege oder politische Verfolgung sind, die die Wanderung nach Europa überwiegend auslösen. Der Hintergrund ist ganz schlicht und einfach ein demografischer. Liebe Freunde, es sind die Zweiten, es sind die Dritten, es sind die vierten Söhne orientalischer und afrikanischer Familien, die sich in Europa ein besseres Leben erhoffen. 500 Millionen. 500 Millionen junge Menschen aus diesem Raum sind migrationswillig. Wenn wir diese 500 Millionen nach Europa lassen, begehen wir kulturellen, wirtschaftlichen und staatlichen Selbstmord. Ich will aber, dass unsere Kinder so leben können, wie wir leben konnten. Ich will nichts anderes als eine Selbstverständlichkeit. Und ich weiß, ihr wollt das auch. Spätestens 2017 entscheidet darüber, ob wir als deutsches Volk, ob wir als europäische Völker noch eine Zukunft haben. Und ich sage euch, nur mit der AfD, mit dieser letzten friedlichen Chance für unser Land, wird eine grundsätzliche Wende einzuleiten sein. Und dieses Land braucht eine grundsätzliche Wende. Liebe Freunde, wer noch nicht Mitglied unserer neuen Partei ist, überlegt euch diesen Schritt. Werdet Mitglied der AfD, kämpfen wir gemeinsam in den Parlamenten, kämpfen wir gemeinsam auf den Straßen in unserer neuen blauen Parteibewegung. Traut euch, habt den Mut, werdet Parteimitglied. Was wir heute hier gehört haben, in den Familien, an den Arbeitsstellen, überall auf den Straßen. Und ermutigen wir die Gutwilligen, ermutigen wir die Patrioten in den Altparteien, die es dort auch noch gibt, das weiß ich, ermutigen wir diese dazu, endlich den Schritt zu gehen, endlich über den Graben zu springen und auf der Seite anzukommen, wo das Volk steht, liebe Freunde. Und ansonsten, und mein Freund Alexander Gauland hat es auch in aller Deutlichkeit gesagt und ich tue es auch immer wieder, weil das die einzige Strategie unserer AfD sein darf und sein wird, das verspreche ich euch. Halten wir uns ansonsten fern von den Totalversagern der Altparteien. Das gilt besonders für die Funktionärskaste. Diese Totalversager haben auf allen Politikfeldern Wüsten hinterlassen, wo einst blühende Landschaften zu finden waren. Und ich sage es hier und heute, vor 5, vor 6, vor 7.000 Erfordern, vor 5, vor 6, vor 7.000 Deutschen noch einmal bei den kommenden Bundestagswahlen, da darf unser Ziel nicht 10% für die AfD sein. Unser Ziel dürfen nicht 20% für die AfD sein. Nein, liebe Freunde, 2016, 2017 wird zum Schicksalsjahr und die Bundestagswahl wird zur Schicksalswahl.
Und deswegen müssen wir, und wir können und dürfen keinen anderen Anspruch haben. Wir müssen den Anspruch haben, als neue Volkspartei, stärkste Volkspartei zu werden und selbstverständlich Kanzlerpartei zu werden. Immer mehr Menschen gehen die Augen auf und im Internet kursieren zurzeit die Gedanken einer Mutter. Das ist ein sehr nachdenklich machender Text, den ich euch verlesen möchte. Vor 30 Jahren brauchte mein Fahrrad kein Schloss und die Autoschlüssel im Pkw vor dem Haus steckten. Vor 20 Jahren schloss ich das Hoftor nicht ab, wenn ich zum Nachbarn oder einkaufen ging. Vor 10 Jahren konnte ich nachts als Frau allein von der Disco nach Hause gehen. Heute habe ich in der Jacke Reizgas, eine Schreckschusswaffe in der Handtasche und gehe kaum noch in die Innenstadt zum Einkaufen. Abends laufe ich durchs Haus und schaue, ob alle Türen verschlossen sind. Und nun sitze ich hier mit meinem 3-jährigen Kind und frage mich, wohin ich auswandern soll, damit es noch ein schönes Leben hat. Zitat Ende. Der Chef eines großen, mit mehreren hundert Mitarbeitern international tätigen Sicherheitsunternehmens in München sagte, ich zitiere ihn, ich hoffe, Sie haben den letzten Sommer genossen. Der kommende wird keiner mehr sein und das nicht nur in den Freibädern, den Fußgängerzonen und den Stadtparks. Zitat Ende. Ich frage mich und ich weiß, ihr fragt euch auch, warum zerstört man etwas, das so gut funktioniert hat? Zahlreiche Briefe. Menschen aus allen Teilen unseres Volkes schreiben mir, sie transportieren ihre Sorgen, ihre Trauer und ihre Wut. Ihre Wut über ein unbegreifliches Zerstörungswerk. Ein Dachdeckermeister aus Ostthüringen schrieb mir, wie die Kammerabgabe, die Sozialabgaben, die Steuern, die Bürokratie, die Handwerksbetriebe in unserem Land und damit den Mittelstand, der staatstragend ist und ohne den unsere Demokratie nicht funktionieren kann, kaputt macht. Er findet kaum noch ausbildungsfähige und ausbildungswillige Lehrlinge. Und nach einer ausführlichen Lageanalyse stellt er resigniert fest, ich zitiere, wir vom Baugewerbe sagen, dieser Staat, aber auch diese Gesellschaft ist ein Gesamtsanierungsfall. Mit Reparaturen ist hier nichts mehr zu machen. Recht hat dieser Mann. Aber er schließt seinen Brief hoffnungsfroh. Und hoffnungsfroh, liebe Freunde, und allein unsere Zusammenkunft gibt mir schon wieder so viel Hoffnung, so viel Mut und so viel Energie für die kommenden Wochen. Ich will meine Rede auch hoffnungsfroh beenden. Ich zitiere nochmal den Dachdeckermeister aus Ostthüringen. Die Menschen, die seit über einem Jahr überall in Deutschland gegen die bestehenden Verhältnisse in unserem Land demonstrieren, haben den Grundstein für ein neues Haus Deutschland gelegt. Ich rufe alle Bauunternehmer und er meint euch damit in Deutschland dazu auf, helft mit, ein neues Haus Deutschland, ein starkes Fundament herzustellen und darauf sichere und widerständige Außenwände zu errichten. Ich rufe alle Zimmerleute und Dachdecker in Deutschland dazu auf, und das seid wieder ihr, liebe Freunde, einen stabilen und tragfähigen Dachstuhl auf unserem neuen Haus Deutschland zu richten und diesen mit einer langlebigen und soliden Dacheindeckung zu versehen, damit das neue Haus Deutschland allen Widrigkeiten der kommenden Jahrzehnte trotzen kann. Ich rufe alle Menschen in unserem Land auf, an unserem neuen Haus Deutschland mitzuarbeiten. Zitat Ende.
den Deutschlandabschaffern in diesem Land, den Merkels, den Maas, den Kühners, den Özdemirs, den Roth, den Ramelos. Wen habe ich vergessen? So viele. Aber ich kann jetzt nicht durch alle Altparteien in Gedanken gehen. Ich denke, die gruseligsten Figuren habe ich jetzt hier genannt. Unverehrte Deutschlandabschaffer, wir tun euch diesen Gefallen nicht. Wir werden nicht auswandern. Wir lassen uns die Heimat nicht wegnehmen. Wir lassen uns unsere Vertrauensgemeinschaft nicht kaputt machen. Wir kämpfen um ein europäisches Europa und wir kämpfen für etwas Selbstverständliches. Wir kämpfen für unser Menschenrecht und Menschenrecht ist Heimatrecht. Wir kämpfen für eine deutsche Zukunft in der Mitte Europas. Danke!